So, wir sind nochmal in Fort Myers. Hätte nicht gedacht, dass ich hier nochmal hinkomme. Das ist, glaube ich, Frau Edison. Möchtest du dich mal neben Frau Edison setzen? Ja, und Marion. Muss aber noch ein bisschen wachsen für, ne? Es war seine wievielte Frau? Mina Miller Edison ist das. Mit Käfer. Mit Käfer. Muss ich ihn auch als haben? Da will er hin. Da ist er genau, wo er hin will. Ein bisschen mit Tannenbaum. Guck mal, hier steht das mal aus. Ich weiß gar nicht, ob ich hier überhaupt filmen darf. Was nochmal gesagt? Upgrade. Und es gibt 90 Millionen Menschen, die es herausfinden müssen. Das wird hier das Ding. 2, 3, 4, 5. Can we search it for us? Yeah, no problem. Caloosahatchee River. Wer hätte gedacht, dass ich hier nochmal herkomme? Oh, the screen change. Oh, nochmal. Ein schön breiter Fluss, ne?
Bild hier. Ein schönes Bild hier. Wir warten noch einen Moment. Ja. Ja, da war nur gerade so eine Riesengruppe da. Ach so. Und achte auf die Schlangen hier mit euren Aktivisten. Ne? Ja, ich habe schon mal eine fotografiert. Da. Mhm. Das ist sich. Ein Baum nehmen. Muss am Essen. Jetzt guck mal, friedlich. Schade, jetzt hätten wir die Föhren gut gebrauchen können. Ne? Steht ja noch nicht drauf, Blätter, ne? Ananas? Wie groß ist? Ein großer Ananas. Ach so, der Swimmingpool, der war gerade da hinten, ne? Auf der Seite. Ach, das ist ja super, oder? Spoiler Alarm. Seerosenteich. Und Schwimmbadanlage meinst du, ne? Ja. Ja, der hatte schon was am Kasten, Herr Mann. Was der hier für seine Familie hingezaubert hat. Ja, wir sind noch etwas grün. Aber ich nehme mal den Christbaum ab, auf. Sonst glaubt das keiner. Immer mit. Achso, Rotanenbaum auch. Wegkommst, ehrlich. Ja, das geht nicht so weit. Ja. So, die sind ja am Christbaum schmücken. Das ist also, das ist toll hier. So ein Haus möchte ich auch gerne haben. Ich bin froh, dass ich nochmal hier gekommen bin. Das ist nicht toll mit so einer Veranda, es ist nicht. Ab unter Christbaum.
zu Hause einen Arsch abfrieren. Der hat ja nur für seine Familie malocht und gemacht. Großer, großer Baum. Ja. This is him. Now I'll tell you, if you want to go into the museum for a little bit, there's movies. It's foreign for me, it isn't. You can sit in a real cushy chair and watch it for 10 minutes and walk. Yeah, like, I won't get out. My cushy won't get out. I know. I'm with you. I don't want to take up room for other people. Das ist toll. Aber mein Ding geht nicht. War ja nicht gesagt, das kriegst du leise? Nö. Trotzdem funktioniert es nicht. Ach, ist auch nicht so tragisch. Doof. Ich hatte keine Anweisung. Ein Truthahn. People just want to look around, but it's just because we're on a time crunch. So these tours are not really supposed to go. When Robert Smith wanted to sell this home, he couldn't think of a better person to sell to other than Henry Ford. As he knew that Ford was a frequent guest over at the Guest Estate, that they had a close working relationship as well. So Smith had actually write Ford's secretary a letter asking if Ford would purchase this home from him for $25,000, which of course is a lot of money to ask for in the early 1900s. So Ford later agreed to purchase this home for $20,000 in 1916 from Robert Smith. When he purchased this home, only the middle portion of that home did exist. People wanted to add the two separate wings to the side of this home there for bedrooms for his secretaries as well as his maids and guests. He did even go on to add that tin roof to the home after he gave birth as well. Although the tin roof did suffer from some effects of frosting, so that roof later has had to be replaced, and the fissure was replaced with galvanized. Well, Kellogg's, the Colgates, they had connections with those families, so they stayed here. They also had
you know, staff that would stay with them over at the guest home as well. So they had staff quarters, but they basically had staff who would stay here and also. Apfel und Pflaume. Ja, es ist schön. Oh, guck mal da über dem Kamin. Oh. Ich habe das alles schon mal aufgenommen, aber nicht mit Weihnachtsbeleuchtung. Die haben die nur gekauft, weil sie dachten, das ist der Geschmack von den Forts. Ach so, aha. Das ist nicht original, was sie drin haben. Nicht. Nein? Hat man gemunkelt. Esszimmer. Oh, guck mal. Die haben getafelt, wa? Wie die Könige, du. Echt. Wahnsinn. Oh, ich möchte da gelebt haben, hier gelebt haben, echt. Einer der ersten Spinning Pools überhaupt in den USA, selbst gebaut. 1,20 bis 2,10 Meter Wassertiefe. Also nicht beraten. Ja. Tja, guck mal hier. Ich glaube, da hängen auch Bananen drin. Hier klappt das, ne? Wo sind sie? Ach ja, ja, guck. Bananen dran. Mit dem Edison drauf. Kriegst du den jetzt drauf? So. Ja. Siehst du, warte mal auch mal da. Hier. Oh, guck mal, da ein Hörnchen. Ein Hörnchen. So, hast du überhaupt noch viel Platz erworben? Kann ich nicht erkennen, Achim. Ich habe die Brille nicht auf. Aber hier ist das.
You make whatever you want. Banyan tree. Toll.